Am Pott, die letzte Zeche des Ruhrgebiets, ist die Zeche Prosper Haniel in Bottrop. Aber da arbeiten natürlich auch Kumpels aus Dortmund und aus dem östlichen Ruhrgebiet. Einige von ihnen begleiten wir durch dieses letzte Jahr. Kurz vor Weihnachten ist dann ja endgültig Schicht im Schacht und der Bergbau hier bei uns Geschichte. Bis dahin geht's weiter, täglich unter Tage. Und das ist für die Bergleute aus unserer Gegend eine lange und anstrengende Tour. Hör auf, Jungs. Dann wollen wir mal. Auf ein neues. Parkplatz Dortmund-Groppenbruch an der Autobahn A2. Zwei Stunden vor Schichtbeginn trifft sich hier eine ganz besondere Fahrgemeinschaft. Normalerweise sind sie zu fünft, heute machen sie sich zu dritt auf den Weg zur Spätschicht. Mike Pallenberg, Ramazan Erden und Shaban Kochapinar sind jeder rund 30 Jahre auf dem Pütt. Und sie stammen aus Familien mit typischer Bergbautradition, so wie bei Shaban, dem Mann auf dem Rücksitz. Mein Großvater war Bergmann, mein Vater war Bergmann, ich bin Bergmann, mein Bruder war Bergmann. Wir können dann nicht anders, weiß ich nicht. Die 55 Kilometer bis Bottrop schaffen sie in einer Dreiviertelstunde, weil es heute ausnahmsweise keinen Stau gibt. Prosper Haniel, Schacht 10, das ist für sie so etwas wie die Endstation. Von einer Schachtanlage zur nächsten wurden sie zuvor verlegt. Neue Zeche, neue Kollegen, aber das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bergleute, das blieb. Man passt auf sich, auf seinen Kumpel. Ne? Das ist alles so gleichzeitig, das muss alles funktionieren, sag ich mal so. Jeder Anschlag muss sitzen. Wir haben ja wirklich an jeder Ecke gefahren. Und da muss man schon auf seinen Kumpel und auf den Nächsten aufpassen. Mike Pallenberg ist jetzt 48. Als er zum ersten Mal einfuhr, war die letzte Dortmunder Zeche, Minister Stein, gerade geschlossen worden. Es ging also schon abwärts mit dem Bergbau. Trotzdem fingen sie dort an. Mike Pallenberg machte zunächst ein Praktikum auf der Zeche Monopol. Ich habe 3 Wochen da gearbeitet und das gefiel mir sehr gut. Halt mit viel Material da zu arbeiten, mit Holz und solche Geschichten. Und das war einfach schön. Ja, und dann habe ich mich hier entschieden. Damals gab es ja auch schönes Geld, ne, als Bergmann, wie heutzutage. Ja, hast geheiratet, ne, wolltest eine Familie gründen, wolltest schnelle Geld haben. Ne, das war, ne. Und in der Schule waren wir auch nicht so fleißig, sage ich mal jetzt so. Ne. Und dann ist es soweit, Schichtbeginn. Und es geht abwärts. 1 Kilometer. In 90 Sekunden in eine andere Welt. Und die ist immer noch dunkel und staubig und stickig. Trotz aller Verbesserungen in den vergangenen Jahren. Knochenarbeit bei Saunatemperaturen. Mike Pallenberg muss die Kohle nicht mehr mit der Schippe holen wie sein Vater. Das machen jetzt Walzen und Hobel vollautomatisch. Aber da, wo er eingesetzt wird, gibt es noch immer viel körperliche Arbeit. Also ich mache hier den Randbereich. Also das heißt, ich bin am Hauptantrieb und stelle dann die Baue, Holzstempel, Segmente und Matten auflegen. Ja, und Senklader fahren hauptsächlich. Das ist so meine Arbeit. 31 Jahre solche Strapazen, das hat Spuren hinterlassen. Vor allem der häufige Temperaturwechsel macht ihm zu schaffen. Ja, ich bin ja da Hauptantrieb auf der Abwetterseite. Da ist es immer warm, wenn das Wetterfenster da ist. Und da kommen da schon richtig Temperaturen raus. Ne? Und dann geht man ein bisschen weiter nach vorne, dann ist wieder ganz kalt. Ne? Deswegen bin ich auch immer permanent erkältet. Ne? Das ist so, ne? Kann man nichts mehr machen. Meine Knochen, die sind kaputt. Ne? Ich habe Rücken, ohne Sport geht gar nichts mehr. Sobald, wenn ich meinen Sport aufhöre, fängt sofort an, habe ich Rückenschmerzen, ne? Gelenkschmerzen. Ne? Und deswegen mache ich noch ein bisschen Sport dabei und dann funktioniert das. Ein harter Job, auf den er stolz ist. Deshalb sehen Mike und die anderen Dortmunder Bergleute zwiespältig auf das Ende des Bergbaus. Erleichterung und Traurigkeit, sie fühlen beides bis zur letzten Schicht, die immer näher rückt. Ja, und bis dahin werden wir auf jeden Fall diese 3 Bergleute auch noch weiter begleiten hier in der Lokalzeit. Jetzt haben wir weitere